Hi Leute, herzlich willkommen zum neuen Video zum Thema Karpaltunnelsyndrom. Und viele Menschen, gerade wenn ihr im Büro arbeitet, kennen das Gefühl, wenn ihr Schmerzen habt, genau in diesem Bereich und die Schmerzen ausstrahlen bis in die Finger. Das ist halt ein richtiger Nervenschmerz. Und zwar schauen wir uns einmal kurz die Anatomie an. Beim Karpaltunnelsyndrom ist es so, dass der Nervus medianus hier komprimiert wird und dadurch Nervenschmerzen in den Daumen, in den Zeigefinger und bis in den Mittelfinger geht. Und dadurch habt ihr letztendlich die Nervenschmerzen. Und ich möchte euch ganz, ganz besondere Techniken zeigen, die ihr noch nirgendwo gesehen habt, wie ihr euer Karpaltunnelsyndrom lösen könnt. Die erste Technik, die ihr macht, ist eine Körpermassage. Und zwar legt ihr einmal den Daumen genau hierauf und eure anderen Finger genau auf die Rückseite. Und was ihr jetzt macht, ist, dass ihr die Hand in Streckung bringt und gleichzeitig gebt ihr einen mittleren Druck genau in diesem Bereich nach unten und dann bewegt sich die Hand wieder nach oben und dann geht es wieder nach unten. Und das macht ihr insgesamt für 12 Mal. Und wichtig dabei ist, dass die Intensität ungefähr so hoch ist, dass ihr das noch aushalten könnt. Das heißt, dass ihr nicht die Luft anhalten müsst. Das heißt, auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 10 der höchste Schmerz ist, sollte es ungefähr eine 7 sein. Ja? 10 ist wirklich Luft anhalten und versuchen, nicht mehr an den Schmerz zu denken. Aber das so doll soll es nicht sein. Es soll schon durchaus intensiv sein, aber nicht so doll, dass ihr das gar nicht mehr aushaltet. Und das macht ihr, wie gesagt, 12 Mal. Und danach geht es dann auch schon direkt zur nächsten Übung. Was ihr jetzt als zweites macht, ist eine Nervendehnung. Und zwar bringt ihr dabei einmal den betroffenen Arm so weit nach hinten, wie ihr könnt, dass ihr eine Dehnung im Brustmuskel spürt. Ungefähr so. Und was ihr dann macht, ist, dass ihr wieder euer Handgelenk auf Streckung bringt, haltet das 2-3 Sekunden und geht wieder in die Neutralposition. Haltet das wieder und geht in die Neutralposition. Und auch das macht ihr wieder bei einer Schmerzskala von 1 bis 10, wieder ungefähr 7 und auch wieder 12 Wiederholungen. Und das tut erstmal ziemlich weh, wenn man ein Karpaltunnelsyndrom hat, aber im Nachhinein ist der Nervenschmerz schnell verschwunden und ihr merkt, dass ihr das Handgelenk viel, viel besser wieder bewegen könnt und auch die eingeschlafenen Finger dadurch weniger werden. Deswegen macht auf jeden Fall mit. Das ist langfristig gesehen sehr, sehr gut für euch und ist eine sehr, sehr wichtige und eine sehr gute Übung. Wie gesagt, macht es 12 Mal insgesamt. Und achtet dabei immer, dass ihr noch die Dehnung habt. Und wenn ihr das 12 Mal gemacht habt, dann geht ihr gleich zur nächsten Übung mit mir. Weiter geht's zur dritten Übung. Und zwar bei der dritten Übung, da nehmt ihr einmal euer Ellbogen genau in diese Position. Seid in 90-Grad-Position. Und was ihr jetzt macht, ist, dass ihr euer Handgelenk wieder an Streckung bringt. Und das ist sozusagen erstmal noch die Vorübung, die richtig anstrengende und intensive Übung, die kommt gleich danach. Und diese Übung macht ihr jetzt erstmal für 30 Sekunden mit. Und damit mobilisiert ihr den Nerv wirklich auch schon sehr, sehr gut und auch die Schmerzen werden dementsprechend weniger. Versucht auch, dass die Finger immer möglichst gestreckt bleiben, ja. Und das immer schön im Wechsel. Eine Sekunde halten und wieder Pause. Zack. Und denkt dran, wieder eine 7 von 10. Und wenn eure Hand jetzt schon anfängt zu kribbeln, dann macht ihr eine kurze Pause und dann nochmal weiter. Macht die Übung 30 Sekunden und ihr werdet schon einen großen Unterschied spüren. Zum Schluss kommt jetzt die absolut schwerste Übung und dafür bringt ihr einmal euren Arm in diese Position und euren Kopf
in die andere Seite. Und wenn ihr den Kopf wieder in die Neutralposition bringt, dann bringt ihr auch den Arm in dieser Position. Und das macht ihr im Wechsel. Haltet ungefähr die Nervendehnung immer für 2-3 Sekunden und geht wieder zurück. Und das macht ihr auch insgesamt für 10 Mal. Und ihr werdet dabei auch schon eine große Intensität spüren. Und es wird sich danach sehr gut anfühlen. Und nach der Übung auch wieder für 12 Mal. Und damit werdet ihr euer Karpaltunnelsyndrom auf jeden Fall deutlich reduzieren. Und die Schmerzen werden weniger und auch der eingeklemmte Nerv wird nochmal deutlich weniger. Die Taubheitsgefühle und das Kribbeln wird weniger. Und ihr könnt am Ende wieder besser euer Handgelenk und eure Finger spüren und auch bewegen. Klasse, wenn ihr das 12 Mal mitgemacht habt, dann werdet ihr jetzt höchstwahrscheinlich schon einen deutlichen Unterschied spüren. Und macht die Übung ruhig regelmäßig, das heißt so circa alle 2 Tage. Und damit werdet ihr einen riesigen Vorher-Nachher-Unterschied spüren. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich für einen Daumen nach oben natürlich sehr, sehr freuen. Und teilt das Video auch sehr gerne mit euren Freunden und Bekannten, wenn ihr wisst, dass sie unter einem Karpaltunnelsyndrom leiden und öfters Handgelenkschmerzen haben und äußern, dass sie Kribbeln und Taubheitsgefühle in den Fingern haben. Damit würdet ihr euren Freunden und der Familie sehr helfen und schreibt mir auch gerne einen Kommentar, wie euch das Video gefallen hat. Und zum Schluss wünsche ich euch natürlich noch einen wunderbaren Tag. Bis zum nächsten Video. Ciao.